Hallo und herzlich willkommen zu meinem Uncharted 3 Guide. Hier zeige ich euch die Fundorte aller Schätze sowie die Lösung aller Rätsel. In Kapitel 12 gibt es 7 Schätze. Nachdem ihr die Schlägerei hinter euch gebracht habt, klettert über die Leiter hoch auf die Container. Dann lauft ihr rechts herum und springt auf die andere Seite. Geht dann nach rechts bis zum Ende und werft einen Blick in die linke Ecke, wo der Seepferdchen-Streichholzbehälter auf dem Boden liegt. Sobald ihr euer Pistolenhalfter zurück habt und durch die Eisentür gegangen seid, folgt ihr dem dunklen Gang nach hinten und geht durch die Tür auf der rechten Seite. In diesem Lagerraum liegt das silberne Faustamulett vor den großen Kisten auf dem Boden. Bevor ihr den nächsten Schatz holt, eliminiert erstmal alle Gegner. Am leichtesten funktioniert das, wenn ihr euch gleich an dieses Geschütz hier begibt. Springt dann von dem Geschütz aus auf diese Plattform und lauft geradeaus weiter. Springt noch über einen Abgrund und holt euch den antiken Papagei aus Silber. Nach der Kletterpassage durch den Rumpf des Schiffes befindet ihr euch auf einer stabilen Plattform. Wenn ihr euch nun umschaut, seht ihr das Blinken des Türkis-Perlenarmbands auf dem gegenüberliegenden Stahlträger. Der Weg dorthin führt euch über die Stahlträger rechts von euch. Um den ungewöhnlichen blauen Steinring zu bekommen, schwingt an diesem Seil hier nicht weiter, sondern klettert nach oben. Dort steigt ihr durch das kaputte Fenster und geht ein paar Schritte nach links. Klettert dann an dem Seil zurück nach unten und schwingt euch zu der Plattform auf der anderen Seite. Zieht euch nach oben und klettert auf der anderen Seite gleich wieder nach unten und sammelt die goldene Skarabäusbrosche ein. Bevor ihr nach der Zwischensequenz an dem Seil herunterrutscht, lauft nach rechts in die Ecke und schnappt euch den letzten Schatz dieses Kapitels, die aksumitische Goldmünze. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen und freue mich, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis denne dann, bye bye.